Hallo Leute, ich bin's wieder, Paul. Ihr seid bei Candlelight Gaming und ihr wollt Pokémon Feuerrot. Ihr kriegt Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir uns bis auf Etage 10 der Silph-Co. hochgearbeitet. Stopp! Hast du einen Termin beim Boss? Nope. Und möchten jetzt noch gerne diesen hier besiegen und uns dann wirklich auf den Weg machen, dieses Gebäude abzuschließen. Das schaffen wir in diesem Part, denke ich auch. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Wir haben endlich Pokémon, die stark genug sind. Also wir müssen nichts mehr nachleveln. Ich meine, Quapro ist Level 35. Ist mittlerweile auf dem Stand von Bisaflor. Das heißt, wir können ab jetzt eigentlich die Pokémon einsetzen, wie wir sie brauchen. Wir müssen nichts mehr trainieren. Wir lassen trotzdem Quapo jetzt erstmal noch vorne. Aber wir können die Pokémon jetzt wirklich so einsetzen, wie wir sie brauchen. Ohne dass wir gucken müssen, dass irgendwie Erfahrungspunkte geteilt werden. Damit eins schneller levelt. So. Rettern können wir gleich drin bleiben. Gift-Pokémon sind genau unser Ding. Bedroha kann uns halt auch erstmal gar nichts. Konfusion ist, wie wir schon lange wissen, eine Spezialattacke. Entschuldigung, wenn man gerade mein Schniefen gehört hat. Aber wir warten meine Nase zu. Ach komm, wir setzen mal Knogger ein. Knogger kann ja jetzt auch Durchbruch. Da ist das ja auch sehr schön, wenn wir Knogger auf 36 bringen können. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, ob das ausreicht. Ich glaube, Radfratz bringt nicht so viel Erfahrungspunkte, oder? Mit 10 Level Unterschied. Oh doch, das reicht. Sehr schön. Schöne Verteidigungswerte. Sehr gutes Knogger. Ich mag mein Knogger. So. Und da kommt der Durchbruch. Bams. Aufs Gesicht. So, den haben wir. Genau, hast mich gewinnen lassen. Dem haben wir es auch gezeigt. So, dann werden wir jetzt noch schnell unsere Pokémon heilen. Bevor wir uns mit Tom anlegen. Wir haben zwar nicht wirklich viel Schaden bekommen. Ich weiß auch gar nicht, mit was startet er? Mit was startet er? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Das heißt, wir lassen uns überraschen und lassen Quappo einfach vorne. Ich kann jetzt auch. Upala, Entschuldigung. Ich kann jetzt auch leider nicht den Fahrstuhl nehmen, weil ich nicht mehr weiß, welche Etage das war, wo der Teleporter für seinen Raum stand. Aber das hier sind sie alle nicht. Das ist er auch nicht. Hier war er. Alles klar. Und los geht's. Wünscht uns Glück. Was hat dich aufgehalten, Paul? Hahaha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Seitdem ich dich das letzte Mal platt gemacht habe, Kollege? Ja, Kollege Schnürschuh will mir hier einen vom Pferd erzählen. Ich hatte fast im Urin, dass er Taubos als Starter hat. Das ist relativ unangenehm. Ich habe auch irgendwie nicht wirklich was. Doch, ich habe was gegen Flug-Pokémon, aber ich habe halt Angst, dass jetzt mein Knogger stirbt. Das könnte jetzt nämlich der Fall sein. Och, wir halten gut aus. Er hat zum Glück Flügelschlag eingesetzt und wir sind ja gut in der Defensive. Das heißt, das macht uns gar nicht so viel Schaden dafür, dass wir eigentlich effektiv getroffen werden. Und das macht doch schon ein bisschen Schaden. Wenn er uns jetzt nicht gleich crittet, haben wir das auf jeden Fall schon mal besiegt. Sehr schön. Das können wir im Grunde auch einsetzen, was wir möchten. Ich würde zum Beispiel gerne Kopfnuss einsetzen. Aus dem einfachen Grund, dass wir nur 10 Aufladungen von Steinhagel haben. Vielleicht brauchen wir das noch.
Owei wird eingesetzt. Psycho-Pflanze. Da weiß ich doch schon, was wir benutzen. Aber wir können im Grunde sogar direkt Flamara einsetzen. Flamara ist gegen beides gut. Ich denke mal, das Mittel unserer Wahl wird einfach der Biss bleiben. Feuerwirbel, nette Attacke, bringt uns aber nicht sehr viel, wie wir hier sehen. Stachelspore ist wie immer nervig. Wie immer nervig. Aber ich hoffe einfach, dass wir wieder mit Biss gut klarkommen. Dass der durchkommt vor allem. Oh, jetzt sind wir auch noch verwirrt. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Jetzt sind wir verwirrt und könnten... Da. Oh, und könnten im schlimmsten Fall nicht angreifen. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Ist nicht mehr verwirrt, das ist gut. Und wir setzen auf Biss ein, das ist super. So. Dieses Pokémon auch erledigt. Nächstes, Simsala. Wir bleiben direkt drin, wir sind langsamer. Das waren wir schon vor der Paralyse. Aber, wenn wir eine Attacke aushalten und Biss durchkommt, wir halten auf jeden Fall eine Attacke aus. Dein Gedankengut erhöht nur den Spezialangriff. Und die Spezialverteidigung. Und wir sind paralysiert. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch eine Attacke überleben. Sea macht noch keinen Schaden. Oh Gott. Sea macht, glaube ich, in zwei Runden erst Schaden. Das heißt, wenn wir es jetzt nicht besiegen, sind wir auf jeden Fall besiegt. Oh, das gibt's doch nicht. Außer wir wechseln jetzt aus. Ich überlege gerade, was eine gute Wahl wäre. Wir können einfach Ibitak nehmen. Damit wir fliegen können. Okay, Ibitak wird von der Attacke sehr getroffen. Das wusste ich persönlich jetzt nicht, dass es funktioniert. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Wir fliegen jetzt einfach. Ja, da kommt wieder der Seher, das ist uns aber egal. Es greift uns zum Glück nicht direkt an, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt kriegt es einfach ordentlich auf die Schnauze, so. Zack, und weg das Vieh. So. Garados. Wir können eigentlich auswechseln. Ja doch, ich habe gerade überlegt, ob wir auswechseln oder drin bleiben. Wir bleiben tatsächlich nicht drin. Denn dieser Floor kann eine Sea-Attacke trotzdem sehr gut ab, wenn die jetzt kommen sollte. Ich glaube, die zieht uns nicht viel. Oh. Vergessen ist eine Psycho-Attacke. Ist ja nicht so schlimm, wir haben Gigasauger und sind sogar schneller. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Zum Glück war es ein Volltreffer, dadurch werden wir ein bisschen mehr geheilt. Drachenwut macht uns nicht viel. Obwohl noch einer würde uns halt töten, ne? Aber nicht, wenn unser Gigasauger wieder zuerst durchkommt. Vielleicht volltreffern wir ja nochmal. Dann kann er uns nämlich mit einer Drachenwut nicht besiegen. Die macht nämlich 40 Schaden, wie wir gerade gesehen haben. Biss tut uns auch nicht weh. Und weil wir es können, einfach nochmal Gigasauger. So. Sehr schön. Hat Bisaflor auch was gebracht? Glurak, da sollten wir auf jeden Fall auswechseln. Und zwar auf Quappo. So. Glurak sieht sehr, sehr schön aus. Hier wird wohl das Mittel der... Das wird erstmal wehtun, glaube ich. Ja, doch schon. Aquaknarre ist halt auch leider nicht die stärkste Attacke. Und das war schon ein Volltreffer. Uiuiui. Hoffen wir einfach, dass wir die Attacke jetzt überleben. Sehr schön, hat sogar geklappt. Bin erstaunt. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Schaden machen, besiegen wir es vielleicht sogar. Ah ne, wir haben einen Volltreffer gelernt. Ja, stimmt. Ich bin raus gewesen. Unser einziges Pokémon, das noch nicht angeschlagen ist, kommt jetzt in den Kampf.
Es hat zwar nichts, was Glurak effektiv trifft, ist aber unser stärkstes Pokémon und mit Psychokinese sollte es auch gut Schaden machen. Bams. Oh Gott. Es hat nicht gereicht. Überleben wir das? Glurak Level 40 ist schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? Na, ist egal. Wir sollten auch mit Schnabel nicht schnell. Wir sind echt nicht schnell. Das Glurak ist echt ein verdammtes Monster, ne? Boah! Ich dachte echt, wir sind schneller. Gut, kein Problem. Jo, dadurch kann er schon mal keine Feuerattacke mehr einsetzen. Wir sind eh langsamer, kann uns also im Grunde völlig egal sein. Ah ne, wir sind nicht langsamer. Ruckzucki, Bams, so, weg, reicht. Mann, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Wäre besser gewesen. Körper reicht Level 36. Keines unserer Pokémon, doch eins unserer Pokémon ist gestorben, aber es war nicht ganz so schlimm. Dafür haben wir bei Glurak zwei Level abgemacht. Also ein Level bei zwei Pokémon. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Das ist lieb von dir, aber wir hatten gegen dich schon Probleme. Also Paul, ich ziehe dann weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, wenn ich in dem Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Paul, und trainiere schön weiter. Ciao! Wiedersehen. Ich muss hier leider nochmal raus. Zip. Denn jetzt müssen wir auf jeden Fall uns nochmal heimgehen. Was war das jetzt? Etage 8, glaube ich. Zip. So, Etage 8. Genau, da gehen wir hin. Heilen unsere Pokémon mal wieder komplett durch. Durch. Fahren wieder in den zweiten Stockel zurück. Das habe ich jetzt mal immer ein bisschen vorgespult, damit es nicht so lange dauert. Wir möchten ja so viel wie möglich sehen. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse! Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ich erhalte Lapras. Dankeschön. Es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Meer tragen. Das ist super freundlich von dir. Dankeschön. So, ein letzter Team Rocket Rüppel. Halt! Kein Schritt weiter! Ich bin stocksteif vor Angst. Bitte! Bitte verletz mich nicht! Du bist zu stark, zu mächtig. Oder auch nicht. Hau ab! Aquaknarre! Bams! Volltreffer! So liebe ich das. Traumato. Da werden wir doch mal glatt Flammaro einwechseln. Vielleicht das ist jetzt schon so hoch vom Level des Traumato, dass ein Biss selbst durchs letzte Level ab nicht reichen wird. War fast klar. Aber vielleicht schreckt es zurück. Sehr gut. Machen wir einfach Normalbiss. Ich möchte jetzt nicht, dass das Pokémon mit ein paar KP überlebt und wir Schaden kriegen. Ich möchte jetzt in dem Kampf eigentlich keinen Schaden kriegen. Und Knogger. Werden wir dieses Mal auf Ivitak wechseln? Da wir ja wissen, was Knogger kann, nämlich in der Regel nur Normal- oder Bodenattacken, außer es lernt einen Dingensbummens, einen Durchbruch, kann es uns eigentlich kaum was anhaben. Und Fliegen sollte extrem viel Schaden machen, wenn es das nicht sogar besiegt.
Das reicht nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Egal, wir machen es nochmal. Und aufs Gesicht. Jetzt ein bisschen mehr Schaden, bitte. Oh, das reicht wieder nicht. Egal, da kommt der Silberblick, das heißt, kein Schaden für uns bedeutet Schnabel fürs Knogger. Erfahrungspunkte für Ivitak und ihn besiegen, verschonen. Hier wird niemand verschont. Gut. Mr. Schnürschuh, hier kommen wir. Ah, Paul, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus, oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Nope. Kannst du richtig knicken, Alter. Kannst du richtig knicken. Nido Waino. Möchte ich ehrlich gesagt nicht im Dunkeln begegnen. Nein, nein, möchte ich einfach nicht mit Quappo herausfordern. Ich möchte einfach nur mein Fliegen durchbringen und das reicht mir dann schon. Auch schon Level 37. Hauptsache nicht vergiftet. Ich darf sowas nicht sagen. Ich fordere mein Glück damit nur heraus. Egal, Nidorino besiegen wir jetzt wahrscheinlich. Außer die Attacke geht daneben, dann wahrscheinlich eher nicht. Das gibt's nicht, ne? Das bringt uns ja auch nichts, ne? Supertrank halt für 50, das ist ein bisschen wenig. Ja gut. Schön, dass Fliegen genau dann daneben geht, wenn wir es brauchen. Nervt mich persönlich ein bisschen. Und jetzt reicht's mir halt auch einfach. Das war dieses. Nidoqueen. Da werden wir auch gleich einfach drin bleiben, weil wir es können. Doppelkick macht uns gar nichts. Und die Psychokinese tut schon ordentlich weh. Hauptsache nicht vergiftet werden. Ich darf es nicht sagen. Entschuldigung. Habe ich schon wieder vergessen. So. Nidoqueen besiegt. Damit zeigt Hypno mal wieder seine Geberqualitäten. Kangama. Wechseln wir auf jeden Fall aus. Erstmal auf Knogger und im schlimmsten Fall nochmal auf Quappo. Oh, verdammt. Egal, wir hätten sowieso nicht getroffen durch den Mogelhieb. Hätten wir sowieso nicht getroffen. Ich wollte eigentlich den Durchbruch raushauen. Megahieb sollte uns nicht töten. Sehr gut. Das sollte allerdings Schaden machen. Tut es auch, aber leider weniger als gedacht. Rutenschlag, damit überleben wir vielleicht nicht nochmal einen Megahieb. Bams. Letzter Versuch, Raserei, das tötet uns nicht. Das war sehr gut. Hätte er Mega-Hieb eingesetzt, hätte uns das wahrscheinlich getötet. Gehe ich von aus. Ich glaube, der Volltreffer wäre jetzt war jetzt unnötig. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, sagen wir mal so. Rhyhorn. Bleiben wir drin. Ich überlege gerade, das ist Bodengestein. Dann macht Knochenrang nicht ganz so viel Schaden. Wir probieren es einfach mit Durchbruch wieder. Im schlimmsten Fall besiegt es uns jetzt. Felswurf geht daneben. Ja, wir können ja so lange mit Knogger drin bleiben, bis es knapp wird. Dann wechseln wir aus. Das Schöne ist, dass wir schneller sind als Rhyhorn. Dadurch haben wir ein bisschen Spielraum. Das überleben wir wahrscheinlich. Kein Crit und wir überleben das.
Sehr gut. Aber natürlich klar, dass wenn er Fugi in Schlag 1 ist, dass es 5-mal treffen muss. Wie schon gesagt, wir wissen ja nicht, was das Spiel mit uns hat. Wir wissen es nicht, wir wüssten es gerne, sagen wir es mal so. So. Du hast verloren, Giovanni. Tut mir leid. Verdammter Mist! Du hast unsere Übernahme der Sivko vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Paul, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Du musst... Ich muss wahrscheinlich auch gehen, aber... Ich muss gehen. Aber meine Zeit wird kommen. Bam, bam, bam. Präsident, ich danke dir für die Rettung der Sivko. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Paul erhält den Meisterball. Ich packe den Meisterball in die Pokéballtasche. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wege jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Wer bist du? Sekretärin. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Bitte. Und tot. So. Zack. Zack. Jetzt können wir den Rest auch so laufen. Müssen wir nicht noch in den doofen Dingensbums gehen. So. Ich würde sagen, das war ein super Abschluss für den Part, nicht wahr? Wir werden ja, also die komischen Typen hier haben sie jetzt auch komplett aus der Stadt zurückgezogen, nicht nur aus dem Silfko. Das heißt, wir heilen uns jetzt hier und stellen uns für den nächsten Part schon mal direkt vor die Arena von Sabrina. Und werden uns im nächsten Part wahrscheinlich ausschließlich nur mit der doofen Arena von ihr rumschlagen dürfen. Denn da gibt's doch tatsächlich eine Menge Gegner. Und weil ich weiß, ich werde es im nächsten Part vergessen, werden wir Flamara schon mal nach vorne setzen. Denn wir möchten hier eigentlich nur ungerne ein Kampf-Pokémon vorne zu stehen haben. Gut. Wie immer, ne? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so viel wie ich. Schaut euch unsere anderen Projekte an, da gibt's so einiges. Tom ist jetzt so gut wie durch mit Diablo 3. Da wird's dann, nachdem er die Story durch hat, noch ein paar extra Bonus-Parts geben. Und ich weiß nicht, ob er schon angekündigt hat, was er danach spielen wird. Es wird auf jeden Fall ein Titel, den ich mir selbst auch angucken werde, weil ich gespannt bin, was man von dem Spiel erwarten kann. Und ja, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.